Hallo, liebe Freunde der Bienen und der Imkerei. Es folgt der Vortrag der Bienen global, vorgetragen von Klaus Becker, dem Bienenfachwart des Landesverbandes Bayerischer Imker. Die Bilder und Informationen zu Honigbienen aus unserer Region und aus fernen Ländern stammen von Klaus Becker. Ich habe den Vortrag unterteilt in Teil 1 der Begrüßung. Die Imkerei Becker besteht seit 1978 und hier nutzt der Imker Klaus Becker das Putzgeschirr des Kreisverbandes der Imker, um die Rähmchen zu reinigen. Teil 2 der Bienen in unserer Region und Teil 3 der Bienen in fernen Ländern. Hier sehen Sie die Urkunden die Urkunde aus dem Jahr 1002, die Kaiser Heinrich II., noch bevor er Kaiser wurde, in Herzogenaurach, oder damals hieß es Uracha, erstellt hat und in denen er die Zeidelweiden Citaluu aedis pertinens ad Uracha, die Zeidelweiden an der Urach, unter seinen und der Kirche Schutz stellte. Tausend Jahre ist eine lange Zeit und wir freuten uns, dass im Jahr 2002 die Stadt Herzogenaurach ein großes Fest, 1000 Jahre Herzogenaurach, feierte und die Imker waren auch dabei. 1000 Jahre Bienenweide anno 2002, der Beamte Konrad und seine Gesellen sind hier unterwegs und machen Werbung für die Historie des Vereines. Wir haben auch ein Imker-Eckmuseum, das seit 2011 in Obermembach ist. Leider kann es zurzeit nicht besucht werden und wir suchen dafür einen neuen Platz. Aber dort sind viele alte Sachen untergestellt, in der die Geschichte der Imkerei zu erfahren ist. Zum Beispiel Wandtafeln, die zeigen, wie eine Bienenbeute aufgebaut ist, zwei Honigräume, zwei Bruträume und ein Raum für den Honig. Unten etliche Zanderrähmchen zum Beispiel, dann nach den zwei Beuten im Brutraum ein Gitter, das die Königin nicht hoch kann, und eine Beute oben für den Honig, dass wir auch Honig schleudern können. Die Imker haben sehr oft auch Freistände, zum Beispiel hier in Nagelswald im Schwarzholz, wo zum Beispiel wie hier 5 Bienenvölker ein- und ausfliegen können und dort den Honig sammeln und für die Blütenbestäubung in Wald und Flur sorgen. Wir haben auch das Seidlerhaus seit 2015 auf der Herzogbase. Da können unten und oben Bienenvölker angesiedelt werden und Jungimker können lernen, wie man damit umgeht. Hier steht noch der Beamte Konrad auf der linken Seite hinten im Seidlerhaus und bewacht die ganze Sache. Es ist ein hohler Baumstamm, in dem vielleicht irgendwann mal ein Bienenvolk seine Heimat finden wird. Und wenn man ihn einem Strohhut oder Strohkorb aufsetzt, dann hat man unten den Brutraum im Stamm und oben in dem Strohkorb den Honigraum. Aber wie hinter dem Bienen-
Und hinter dem Zeitlerhaus zu sehen ist, stehen auch etliche Völker draußen im Freien, so dass die Imkerei einmal im Zeitlerhaus und andererseits auch hinter dem Zeitlerhaus, also im Freien, geübt werden kann. Wir haben auch in Bruck ein Lehrbienenhaus für internationale Begegnungen mit dem Platz für 8 Bienenvölker, die dort üblicherweise fliegen und den Leuten und dafür sorgen, dass die Blütenbestäubung dort in der Gegend gut funktioniert. Kommen wir zum Teil 3, der Bienen in ferne Länder. Ich habe ca. 40 Jahre bei Schaeffler gearbeitet und in den letzten Jahren war ich auch viel in fernen Ländern unterwegs, wie zum Beispiel hier in China, und habe dort sowohl Kunden als auch die Schaeffler-Werke in dieser Gegend besucht. Aber in meiner freien Zeit oder die freie Zeit nutzte ich gerne, um mich nach den Bienengebräuchen in dieser Gegend zu erkundigen. So war ich in einem Tempel in Shanghai und wunderte mich über die vielen, vielen schönen kleinen Tempelgebäude, die dort angesiedelt sind, und auch die Fußböden mit ihren sechseckigen Platten, die dort zum Begehen genutzt werden, und merkte bald, dass mich ein Mönch beobachtete. Er lief immer hinter uns her und schaute, was ich denn da mache, und fragte uns, was ich tue. Das war wirklich interessant, und der Mönch hat mir später noch einiges erzählt, was ich machen soll. Hier in dem Tempelgebiet ein Hakenkreuz als Brut in urförmiger Zelle. Sie sehen hinten eine Art Zelle und da drin ein Hakenkreuz. Oder an den Deckel eines Bienenkorbes in einem anderen Gebäude. Es ist erstaunlich, was da alles gemacht wird. Dem Mönch schenkte ich eine kleine Fiebelbiene, eine Wunderwelt, und wir haben sie zusammen studiert und sind sie Blatt um Blatt durchgegangen. Das hat den Mönchen tief beeindruckt und er half mir deshalb weiter mit weiteren Ideen, was ich alles beachten soll. Zum Beispiel die Fenster mit den Spitzen nach oben, aber auch Fenster, die quer liegen und nicht richtig ausgerichtet sind. Die Bienen bauen immer die Waben so, dass die Spitze nach oben deutet. Aber auch das hat Bedeutung, wenn die Spitze, wie hier in diesem Fall, nicht nach oben deutet, da ist irgendetwas nicht in Ordnung. In Peking, das Parlamentsgebäude mit dem Platz des himmlischen Friedens, und erst dachte ich, es wäre in Peking, nein, es ist in Shanghai. 1994 wurde dort ein neues Museum mit dem Hinweis auf den Bienen gebaut. Zum Beispiel wird hier gezeigt, wie der Kelch für die hohen Herren der chinesischen Einwohner im Wachsausgießverfahren im Jahr 2000 vor Christi durchgeführt wurden. Auf der chinesischen Mauer bin ich auch entlang gelaufen. Sie wurden im 7. Jahrhundert vor Christi angefangen zu bauen und sie erstreckte sich nach neuesten Erhebungen über 21.196,18 Kilometer und umfasst insgesamt 43.721 Einzelobjekte und Standorte. Eine gigantische Mauer, über die es viel zu erzählen gibt.
Der Mönch schenkte mir die Eintrittskarte für meinen späteren Weg zum Bien in den Himmel. Also wenn ich einst sterben sollte, sage ich lachen, soll ich die Karte mitnehmen und zeigen, dass ich bei ihm war. Ob ich dann nachher als Biene oder als welches Tier auch immer oder als Gras wiedergeboren werden soll, das weiß ich zum Glück heute noch nicht. Von China flog ich auch weiter nach Japan und besuchte dort Kunden und die Firma Schaeffler. Es war ein reges Treiben auf den Straßen und als ich aus dem Hotel zu einem Laden ging, um etwas zum Trinken einzukaufen, hörte ich ein einziges Wort, das ich verstehen konnte. Alle anderen Worte waren für mich unverständlich. Es war das Wort Propolis. Ich zuckte zusammen und sagte, was ist denn das? An der Ecke stand ein Händler und verkaufte Propolis-Bonbons an die Leute. Ich schaute erstaunt zu, wie er aus seinem Karton etliche Bonbons-Tüten herausnahm und dort verkaufte. Und er lachte nur und schaute mir zu, wie ich so begeistert dort zuschaute. Plötzlich drehte er sich rum und steckte mir einen Propolis-Bonbon in den Mund und sagte mir so etwas wie, vielleicht war es Englisch, das wirst du brauchen in dieser Jahreszeit, das hält gesund. Ich kaufte ihm etliche Beutel der Propolis-Bonbons ab, die ich noch mehr als 10 Jahre danach bei Grippegefahr oder Erkältungen gerne nutzen. Das sind die besten Bonbons, die ich bisher aus Propolis mitbekommen habe. Es gibt welche in China, es gibt welche in Brasilien, es gibt in allen Ländern diese Bonbons zu kaufen, nur in Deutschland gibt es nichts Vergleichbares. Das, was es in Deutschland gibt, ist wirklich was anderes. In Deutschland gibt es sehr wohl Propolis-Tropfen im Alkohol gelöst. Die kann man immer auf Reisen nutzen, wenn das im Flugzeug keucht und fleucht und man Angst hat, dass man eine Erkältung einfängt. Diese Tropfen und die Bonbons haben mir immer geholfen, gesund zu bleiben. Oft sieht man auch in Japan solche sechseckigen Tempel zu Ehren der Biene, denn die Bienen sind fast wie Götter, werden fast wie Götter dort verehrt und sie haben einen sehr, sehr, sehr hohen Stellenwert, viel höher als sie bei uns in der Gegend sind. Eine andere Reise führte mich nach Ekaterinburg in Russland. Als ich dort war und im Hotel übernachten wollte, sagte man mir am Abend, ich soll mich doch in der Nacht bitte um, war es 4 Uhr, glaube ich, oder war es 5 Uhr, darauf einstellen, dass ich abgeholt werde. Ich war erstaunt, was das denn sollte, 4 Uhr oder 5 Uhr morgens im Hotel abgeholt zu werden. Wir fuhren dann zu der Kathedrale von Ekaterinburg. Sie wird auch die Kathedrale des Blutes genannt, dass die errichtet wurde, als damals der russische Nikolaus II. Und seine Familie dort umgebracht wurden. Wir waren in der Kathedrale, Mönche sangen zu Ehren dieser Zarenfamilie und es war tief beeindruckend für mich, so früh am Morgen solche Gesänge hören zu können. Als wir die Kathedrale verließen, dachte ich, wir fahren jetzt gleich weiter zu dem Werk der Firma. Aber
Wir fuhren nicht zum Werk der Firma, sondern wir fuhren draußen in den Wald zu der Kapelle zu Ehren des Zaren Nikolaus II. Und seiner Familie. Die Zarenfamilie war hier in diesem Wald verscharrt worden, und die Ermordung der Zarenfamilie durch die Bolschewiki ereignete sich in der Nacht vom 16. auf 17. Juli 1918 in Ekaterinburg. Und vor wenigen Jahren wurden die Gebeine der Zarenfamilie dort entdeckt, weshalb man hier ihn zu Ehren auch eine Kapelle errichtet hat, in der Mönche, während wir sie besuchten, uns mit Gesang empfangen haben. Ich war tief beeindruckt und sagte ihnen, ich würde an ihrer Stelle rund um diesen Wald Bienenvölker ansiedeln und Honig ernten, aber auch das Bienenwachs nutzen, um der Zarenfamilie gedenken zu können mit echten Bienen aus dem Wald, in dem sie verscharrt waren. So, es folgten weitere Besuche in Im- und Ausland, und so besuchte ich auch Weißrussland, was Belarus genannt wird. In einem verlassenen Ort lebt einfach nur noch ein Imker, der auf die Bienenvölker von etlichen Imkern dort aufpasst. Es ist eine andere Bauweise, wie wir sie können. Aber auch dort sind Rähmchen eingehängt, und es wird im Prinzip ähnlich, nur mit anderen Maßen als bei uns geimkert. Sie haben auch Klotzbeuten und Baumstämme ausgehöhlt, um darin zu imkern. Und da in diesem Baumstamm gab es Schwierigkeiten, dass die Schwärme nicht eingezogen sind. Und ich wurde um Rat gebeten, warum die Schwärme die Waben dort nicht annehmen. Und ich schaute mir die Waben an und entdeckte, dass die Waben aus Versehen oder weil es nicht anders vorhanden waren, nicht mit der Spitze nach oben, sondern quer eingelötet waren und die Bienen deshalb diese Wabe nicht als Vorlage für ihre Zellen nutzen wollten und konnten und immer wieder ausgezogen sind. Noch am gleichen Tag wurden die Mittelwände rausgenommen und neue Mittelwände mit der Spitze nach oben eingeführt. Und am nächsten Tag sagte man mir voller Stolz: Herr Becker, Sie hatten recht, der Bienenschwarm, der eingeschlagen wurde, ist drin geblieben, und wir sind ganz glücklich und froh, dass das so weitergeht. Man zeigte mir auch etliche Honigschleudern unterschiedlichster Art, zum Beispiel hier eine Zweiwaben-Selbstwendeschleuder, was es nicht alles gibt, aus Weißblech, die dort in Weißrussland Verwendung findet und für die Ernte des Honigs genutzt werden kann. Es gibt aber auch andere Schleudern, zum Beispiel eine ganz normale Vierwabenschleuder, wie wir sie auch kennen, wo die Rähmchen gedreht werden mussten, also erst die eine Seite und dann die andere Seite ausgeschleudert wird. So geht man dann nach Minsk in das große Kaufhaus oder die Kaufhalle, in der alle Landwirte und viele, viele andere Leute ihre Ware feilbieten. Dann kommt man auch hier zu diesem Imkerstand, ein gigantisch großer Stand von vielen, vielen Imkern. Jeder Imker musste seinen Honig, bevor er dort verkauft werden darf, prüfen lassen, und eine Vielzahl von Honigsorten wird angeboten. Das Erstaunliche ist, wenn man ihnen nichts abgekauft hat, drehen sie einem den Rücken zu, sodass sie nicht von vorne fotografiert werden. Erst wenn man etwas gekauft hat,
kann man sie auch von vorne, die Imker auch von vorne begutachten. Eine spannende Erfahrung, die ich da gemacht habe. Hier haben wir etwas gekauft und konnten dann die Vielzahl der Honigsorten dort sehen. Weißrussland ist ein Gebiet mit sehr, sehr unterschiedlichen Gebieten, mit Moorgebieten, mit Trockengebieten, mit Bäumen unterschiedlichster Art. Und in den Sümpfen und Mooren und sowas können die unterschiedlichste Honige geerntet werden. Und es macht eine Freude, solch eine Vielzahl von Farben zu sehen und den Honig zu essen. Ich denke noch voll Freude an einen Honig, den uns der Pfarrer Bulko dort mit auf Schafskäse servierte. Den Schafskäse und einen heimischen Honig, es war ein göttlicher Geschmack, muss ich sagen. So, auch Weißrussland wurde verlassen und Herzogenaurach wieder angesteuert und eine weitere Reise ging nach Brasilien. Auch dort besuchte ich die Firma Schaeffler und viele Kunden und hatte am Wochenende das Glück, Honig im Schlauch, hier im Plastikschlauch zu entdecken, wie es zum Kauf angeboten wird, oder die Propolis-Bonbons aus Brasilien und Honigbonbons unterschiedlichster Art und Weise. Die Honigbonbons werden zum Beispiel in einem runden Plastikbehälter angeboten und verkauft. Natürlich habe ich da auch einige von mitgenommen und den Unterschied gelernt, wie gut sie sind. Ach ja, so kommen wir wieder in ein anderes Land. Zusammen mit meiner Frau besuchten wir Kanada, den Apimontia-Kongress in Kanada und waren mit Omnibussen, waren die Gruppen unterwegs, um quer durch Kanada bis nach Vancouver zu reisen. Die Bienenhaltung in Kanada ist wieder anders, als wir sie kennen. Hier stehen wir in einer großen Scheune, in denen die Bienenbeuten bis unter das Dach eingelagert werden können. Bienenhaltung in Kanada, Apimontia-Kongress im September 1999 in Vancouver. Eine Autoflotte, die extra für die Imkerei gebaut wurde und genutzt wird, wurde uns gezeigt und das Magazinlager, das im Sommer mit vollen Honigmagazinen dort steht und im Winter für die Bienen genutzt wird, um dort die Bienen von der Kälte geschützt in einem wohltemperierten Raum halten zu können. Es sind wirklich Spezialfahrzeuge, die nur für die Imkerei genutzt werden, eine ganze Autoflotte. Man fährt raus in die Wüsten, sie nennen es Wüste, aber es blüht dort sehr. Und mit ihrer Autoflotte fahren sie direkt an die Stände und die Lastwagen bleiben auf der Hauptstraße stehen. Und so zieht man von Bienenbeute zu Bienenbeute mit dem Auto. Einer steigt ab und stellt die Magazine oben quer auf das Bienenvolk, so dass die Wabenspitzen nicht mehr nach oben deuten. Und zieht so weiter von Beute zu Beute, von Bienenstand zu Bienenstand. Und nach einer Meile steigt er wieder in das Auto zum Fahrer mit ein, fährt zurück. Die Masse der Bienen sind dann abgeflogen und der Rest wird mit einem Blasegerät, das an dem Schieb oder an dem Spezialfahrzeug angeschlossen ist, rausgepustet, so dass fast
bienenfrei die Waben mit einem Greifer auf den Wagen geladen werden können und später von dem kleinen Auto, das nur wenige Magazine schafft, vielleicht 10 oder 15, die werden dann zur Hauptstraße gebracht, wo der Lastwagen dann hunderte von Magazinen aufnehmen kann. Es geht alles in ganz anderen Größenordnungen von sich. Die Honigernte ist in einer Scheune voller Magazine eingelagert und kann ausgeschleudert werden. Im Winter lagern in der Scheune die Bienenvölker bei ca. 3 Grad Celsius wegen zu großer Kälte draußen in der Natur. Es ist und bleibt ein gigantisches Ton. Wenn man in der Scheune steht, in der die Honigmagazine stehen, die zum Schleudern bereitgestellt sind, dann kommen immer noch ein paar Bienen, die abfliegen. Sie fliegen hinten an das Fenster, das leicht beleuchtet ist, und sammeln sich dort und gehen dort in eine Beute rein. Draußen ist ein Ofenrohr nach unten abgeleitet, und wenn der Imker draußen steht und an das Ofenrohr klopft, dann fallen wieder eine Menge Bienen in seine Beute und er hat die Bienen für die nächsten Ableger dort gesammelt. Die restlichen Bienen flüchten aus der Scheune und werden draußen als Ableger in Beuten eingeschlagen. Die mit vollen Honigwaben gefüllten Magazine, wohltemperiert selbstverständlich, werden aus der temperierten Scheune zum Fließband gebracht und dann automatisch durch Abfräsen entdeckelt. Also nicht bei uns wie bei uns mit einer Entdeckungsgabel, sondern über die ganze Front, die Rähmchen haben keine Ohren und sonstigen, die überstehen, über die ganze Front wird einmal drüber gefräst und der Honig oder die Wabe so entdeckelt. Nach dem Abfräsen wandern die Waben über ein Fließband oder Förderband zur Honigschleuder und werden dort geschleudert. Hier ist eine Honigschleuder zu sehen mit 144 Rähmchen, die dort hineinpassen, ganz eng aneinander gedrückt, so eng, dass das sich innen drin beim Schleudern ein Vakuum bildet, das hin und her pumpt, und durch die engen Lippen zwischen den Rähmchen wird der Honig nach außen geschleudert und dann wird kurz belüftet und es macht flupp und alles fliegt weiter raus in die Schleuder. Eine ganz andere Art des Honigschleuderns, als wir sie hier in Europa oder in Herzogenaurach kennen. Das Entdeckungswachs und abgefräste Holzreste wandern in die Tonne. Das wird alles automatisch gemacht. Wenn die Tonne voll ist, kann man sie nochmal nachher sieben und weiter nutzen. Die Waben müssen zum Ausschleudern des Honigs ganz dicht aneinander liegen, damit der Honig durch das Vakuum herausgesaugt wird. Also das habe ich euch ja schon kurz erzählt. 144 Rähmchen sind da vorhanden. Jetzt habe ich da Honigschleuder und Tonne für das Entdeckungswachs aus einer anderen Sicht. Die Frau Ruck war eben da auch auf dem Bild zu sehen. Sie war auch mit auf der Reise. Der Honig wird in einem tiefen Becken im Fußboden gesammelt. Schmutz und Holzstücke schwimmen oben auf und werden mit einem Rechen abgestreift. Unten am Boden wird der Honig abgepumpt. Also es ist wie ein kleines Schwimmbad, ein Becken im Fußboden, wo der Honig oben reinfließt
Und die schwimmenden Teile werden oben mit einem Rechen abgerecht und so der Honig sauber gehalten, da der Auftrieb Schmutz nach oben treiben lässt. Der im großen Silo gepumpte Honig wird in einen anderen Raum in Fässer gefüllt und in Container global verschifft. Also erst aus dem Schwimmbecken, sage ich, wird er in ein Silo gepumpt. Dort wird er ein paar Tage gelagert. Und wenn Zeit ist und bevor er fest geworden ist, kommt er in große Fässer, um dort in den Fässern in die Welt hinaus verschickt zu werden. In einer anderen Imkerei entschuldigt sich der John, weil er nur 500 Bienenvölker hat und selbst keinen Honig schleudert, sondern nur Pollen sammelt. Ein anderer Imker wiederum sammelt weder Honig noch Pollen, sondern kauft das Wachs auf und veredelt das Bienenwachs so, dass es an die Pharmaindustrie gegeben werden kann. Es sind ganz weiße Wachsblöcke, die dort von ihm gefertigt werden. Bienenmagazine in Scheune, Tonnen für den Honigversand im Übersee bei einem anderen Imker. Also ihr seht, die Imkerei, die wir hier machen mit unseren maximal oder circa 6 bis 12 Bienenvölkern, ist etwas Kleines gegenüber den gigantischen Sachen, die es dort in Kanada zu erleben gibt. Das war Kanada und nun ein Wechsel zurück nach Herzogenaurach und einer anderen Zeit nach El Salvador in Mittelamerika. Der Klaus Becker besuchte dort die Imkerin Norma in El Salvador und freute sich, dass es auch kleinere Imkereien gibt. Okay, sie hat nicht Hunderte von Völkern, sondern nur 10 bis 20 Völker. Don Pedro, mein Freund, mit dem ich in Bingen am Rhein studiert habe, zeigte mir alle Sehenswürdigkeiten des Landes und auch die Imkereien. Und ihr seht, wie groß dort Hartholzbäume werden können und wie dick die Stämme sind. Es ist ein Land, das ganz anders ist, als wir es hier in Deutschland kennen. Die Bienenbeuten und Honigkrämchen sind aus wetterfestem Tropenholz angefertigt und werden so zum Einsatz gebracht. Die Rähmchen sind quergedrahtet und wenn man als Besucher hinkommt, wird einem erstmal der Durst mit Kokosmilch gelöscht. Also eine Kokosnuss wird hier mit gutem Kontenschnitt geöffnet und man darf direkt daraus entweder aus der Kokosnuss direkt oder mit einem Strohhalm die Milch der Kokosnuss trinken. Sofort wird für Nachschub gesorgt, wenn man noch etwas haben will. Es muss gekonnt sein, mit solchen Messern umzugehen und die Kokosmilch so ernten zu können. Mit viel Rauch gehen wir zu den Bienenvölkern, die dort auf einer Plantage in der Nähe des Urwalds gehalten werden. Der Bien und sein Haus in El Salvador, so sehen meistens die Bienenhäuser aus. Unten ein Brutraum, oben ein Honigraum und ein kleines Täschlein drüber. Und das Ganze thront auf 4 Pfosten, die in die Erde eingerammt sind. Das habe ich zigfach an anderen Stellen auch so gesehen. Besuch am Flugloch im Oktober. Ja,
Man kennt keinen Winter wie bei uns, sondern gerade der Oktober ist eine Zeit, in der die Bienen auch viel Honig eintragen und in der Honig geerntet werden kann. Es ist alles anders als bei uns dort in den Tropen. Schön aufgesetzt für die erste Tracht. Also die erste Tracht wird im Oktober erwartet. Sie haben zwar helle und dunkle Farben dort, ähnlich wie wir sie auch hier kennen, quer getratet, wie ich vorher schon berichtet habe. Was mich etwas wunderte, waren die Beutel, die ich fast überall in Bienenbeuten gefunden habe. Es wurde mir nirgendwo so richtig erzählt, was darin ist, aber ich vermute, dass dort Antibiotika sind, die an die Bienen gefüttert werden, was in Deutschland gar nicht erlaubt ist. Die werden gefüttert, um vor amerikanischer Faulbrut oder sonstigen Krankheiten die Bienen zu schützen. Viel verdeckelte Brut, aber kein Brutkranz. Ihr seht, die Bienen haben den Honig alles in den Honigraum getragen, weil sie so eng unten sitzen, hat die Königin alles voller Brut gelegt. Unten in der Mitte sind schon die ersten wieder geschlüpft. Aber eine Bienenkönigin, die kann ja bis zu 2000 Eier an einem Tag legen. Also dann ist eine Wabe diese Seite und die andere Seite mit Brut bestückt und man kann sich nur freuen, dass ständig neue Brut da ist. Rege Bautätigkeit und ein erster Futterkranz, der angelegt wird, zeigen, dass alles viel, viel schneller geht bei denen, als es bei uns in Deutschland der Fall ist. Die Bienen kommen im Oktober mit Pollen und Nektar in die Beute und sind wirklich fleißig und aktiv. Der Imker verschließt seine Beute, denn er ist angestellt, extra nur auf die Bienen aufzupassen und für eine reiche Honigernte zu sorgen. Eine sehr große Honig-Selbstwendeschleuder, sie ist so groß, dass ich gar nicht von oben reinschauen konnte, wird hier mit diesen Zahnrädern angetrieben. Die konnte ich gerade noch fotografieren. Leider habe ich kein Foto gemacht, wie es innen aussieht. Petro und die Ärztin Norma, der die Bienenvölker gehören, schauen hier bei den Arbeiten im Garten zu. Im Oktober, wie gesagt, wird da schön angepflanzt. Frühbeete, sogar im November noch, die helfen sollen, dass genügend Pflänzchen auf dem Markt später als Pflanzen verkauft werden können. Die meisten Frühbeete sind ohne Dach im November und das Zeug wächst und gedeiht. Weitere Frühbeete, die dort angelegt sind, Bambusstäbe dienen dazu, als Zäune oder auch als Stock für größere Stauden. Ein Gärtner bei der Arbeit im Oktober, es war die Übergangszeit Oktober, November, als ich dort war. Vorbereitung des Beetes im Oktober für Tomaten oder Bohnen. Es wird ordentlich gearbeitet. Die Tomaten unter dem Foliendach können schon bald geerntet werden. Richtig dicke, schmackhafte Tomaten sind da zu sehen. Kaffeeplantagen sind auch eine übliche Sache in El Salvador. Über den Kaffeeplantagen, die so etwas mehr als mannshoch sind, stehen meistens höhere Bäume, die Schatten spenden. Und über den
Kaffeeplantagen angeordnet sind. Es gibt Bäume in El Salvador zu sehen, zum Beispiel hier der Feuerbaum am Straßenrand blüht im Oktober und der ganze Baum leuchtet danach. Tja, ein paar Tage später oder war es sogar in einem anderen Jahr, ich weiß es nicht mehr so genau, besuchte ich nach vielen, vielen Diskussionen in einem Café mit einer Imkereibesitzerin ihre Bienenvölker im Urwald. Fahr zu vielen Bienenvölkern in El Salvador, die dort im Urwald stehen. Die Chefin Marta Morena verteilte lange Hemden mit der Aufschrift Agroindustrias Moreno Productore y Exponados de Mille, also wir sind eine Imkereigesellschaft und produzieren Honig für den Export. Imkerhüte und Schleier zum Schutz gegen die Bienen wurden an uns verteilt. Das waren so eine Art Jeanshemd und Imkerschleier, ähnlich wie wir sie auch kennen. Hier seht ihr meinen Freund Pedro und Klaus. Wir sind gut verpackt in diesen Schleiern, aber die Bienen, aber die Hände sind frei. Als ich die Besitzerin fragte, ob ich denn zu den Bienenvölkern gehen kann und mir das genauer anschauen darf, sagte sie, ja, deshalb sind wir ja hergefahren, schauen Sie halt. So ging ich an die Bienenvölker, hob den Deckel ab und schaute in die Völker hinein. Ein Blick in eins der Bienenvölker. Ähnlich wie bei uns eine Bienenbeute, unten Brutraum, oben ein oder zwei Honigräume, je nachdem, wie es dort üblich ist. Der Klaus greift nach den Brutwaben und schaut sich Wabe um Wabe an und die Besitzerin ist ganz erstaunt, dass ich das mit nackten Händen tue, aber ich bin recht immun gegen Bienenstiche und kann das deshalb ohne Sorgen machen. Ich bin dann immer mit den Waben zu ihr und Pedro gegangen und zeigte ihnen, dass hier ein schönes Brutnest ist und ein guter Futterkranz rundherum da ist. Aber ich sagte ihnen auch, dass ich eigentlich lieber noch hellere Zwabenmaterial hätte, um Bienenkrankheiten und gegen Bienenkrankheiten besser gewappnet zu sein. Martha, die Chefin, nutzte meinen Futterapparat und fotografierte mich und ich nutzte ihren schwarzen Futterapparat und fotografierte sie. Deshalb habe ich so schöne Bilder von mir aus El Salvador bei den Bienen dort. Klaus etwas eingenebelt, ach ja, bei Stichwort Nebel fällt mir ein, ich habe auch vorher meine Hände im Nebel gewaschen, in dem Rauch, den der mit der Imkerpfeife gemacht hat, damit waren meine Hände auch ein klein wenig geschützt und ich konnte ohne Schwierigkeiten an den Bienenvölkern arbeiten. Die Bienen waren aus meiner Sicht recht friedlich, auch wenn andere Leute etwas anders behauptet haben. Mir hat es Spaß gemacht, sie durchzuschauen. An diesem Hang stehen etwa 500 Bienenvölker in einem Abstand, unten mal in Reihen nebeneinander, mehrere zig Meter und dann weiter oben dann die nächste Reihe, alle in ähnlicher Art und Weise aufgestellt. Und noch ein Volk wird im Oktober vom Klaus geöffnet und geschaut, was da alles los ist. Es ist ja nur ein Ableger und
der zählt ja nicht zu den Völkern, das sind ja nur Ableger, die dort sind. Ableger werden extra gezählt und zählen dort nicht zu den Völkern. Drohnenbrut, Bienenbrut, etwas Honig und Pollen am Rand, alles ist da so, wie es sein muss. Der Bäcker gibt keine Ruhe, die anderen werden schon unruhig und schaut sich noch eine Beute an und schaut in noch eine Beute und so weiter und so fort. Und es ist halt interessiert, möglichst viel zu sehen. Hoffentlich wird er bald von den Bienen gestochen, denken die anderen und sagen, das kann doch nicht sein, der mit seinen nackten Händen, wie er da arbeitet. An diesem Hang stehen etwa 500 von 3000 bis 4000 Bienenvölkern dieser Imkerfamilie. Klaus hat nicht alle die Völker geöffnet. Und der Dolmetscher sagte mir, ja, das sind die Bienenvölker, die Wirtschaftsvölker, die Ableger zählen da nicht dazu. Tja, der Bienenglobal. Das war die Geschichte vom dem Bienenglobal. Halt, nein, wo bin ich denn? Nein, das war noch nicht die Geschichte vom Bienenglobal. Das hatten wir gehabt. Der Bäcker gibt keine Ruhe. Das nächste Bild haben wir auch. Hoffentlich wird er bald von den Bienen gestochen. Das haben wir auch, das Bild. Nur ein einziger kleiner Bienenstich. Ach, tut es dem Klaus Bäcker leid. Da musste eine Biene sterben, weil er so neugierig ist. Entschuldige, Bienlein. Und hoffentlich wird der Honigsegen deshalb nicht reduziert. Wir sind pe fertig. Petro kann wieder lachen, auch wenn ihm die Schweißperlen auf der Stirne stehen. Endlich fahren wir wieder zurück aus dem Urwald raus. Der Nebelmacher, der Rauchmacher sitzt wie immer hinten auf dem Pickup und wir können uns vorne gemütlich im temperierten Raum aufhalten. Wir fahren zur nächsten Tankstelle an der Autobahn. Dort steht ein Polizist mit einer Waffe vor der Tür und passt auf, dass man nicht überfallen wird. Wir werden zu einem Abschlussgespräch eingeladen und besprechen all die Sorgen, die man dort hat, weshalb und warum und wie der Honig schiffsweise in die Welt hinaus verkauft wird und dass es da um wirklich große Sachen geht. Wir trennen uns wieder an der Tankstelle, tankt Petro sein Auto auf und dort sehen wir einen LKW. Mit lauter, ich vermute, es waren Gasflaschen. Und der LKW dient natürlich gleichzeitig als Omnibus. Und die Mitarbeiter oder Freunde werden hinten aufgeladen und reisen so von einem Ort zum anderen, um schnell wieder nach Hause zu kommen oder auf die Arbeit zu kommen. Das sind Transportmöglichkeiten, wie man sie sehr, sehr oft sieht. Eine andere Transportmöglichkeit ist hier der Pickup auf der Straße, der zum Markt sein Obst zum Markt bringt. Hinten passt jemand auf, dass nichts runterfällt. Er steht auf der Stoßstange mitten im Verkehr und passt auf die Sachen auf. Und wehe, es geht was verloren, dann gibt es Ärger. Wir sind etliche Kilometer gefahren und auf der Autobahn plötzlich hat er uns überholt.
Der Aufpasser hat es sich gemütlich gemacht. Er steht nicht mehr auf der Stoßstange, sondern er hat sich hingesetzt und hat gemerkt, das geht ja so ganz, ganz gut und man muss sich gar nicht so sehr plagen, wie er es gemacht hat. Es geht wirklich mit hohem Tempo und dem da drauf Sitzenden weiter Richtung der Stadt, wo der große Markt ist. Gefallen hat mir ja an einer Tankstelle das kleine Tuk-Tuk. Ich muss mir dann wirklich überlegen, ob ich an meine Ape nicht auch einen Lautsprecher anbringen soll, um die Leute zu informieren, wie wichtig es ist, Bienen zu halten. Hier ist meine Ape zurück in der Heimat und mein Bienenfahrzeug ist kein Tuk-Tuk, die Ape ist aber mein Helfer im Haus und im Garten, den ich immer wieder gerne nutze. Früher war sie rot, in der Zwischenzeit habe ich eine schwarze Ape, die mir weiterhilft. Unsere Bienen in Herzogenaurach finden Nektar und Pollen im Garten, zum Beispiel bei der Malvenblüte. Und ich bin froh, wieder zu Hause zu sein. Zusammenfassend kann ich sagen, ich habe mich vorgestellt, ich habe eine Begrüßung gehalten, ein bisschen über die Imkerei Bäcker erzählt und über die Bienen in unserer Region gesprochen, wie auch über meine Erfahrungen mit den Bienen in fernen Ländern. Es hat wirklich Spaß gemacht. Der Bienen wird global zur Blütenbestäubung ganz dringend gebraucht und es ist unsere Aufgabe, ihn für unsere Kinder und deren Kindeskinder zu erhalten. Einen guten Start in den Frühling wünscht Ihnen mit freundlichen Imkergrüßen Ihr Klaus Bigge. Bleibt gesund und munter. Dankeschön. Auf Wiedersehen.